Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Akte X Resist or Serve. Ja, wir befinden uns hier immer noch in der dunklen Krankenstation. Fox Mulder hat bereits die Taschenlampe in der Hand und Scully folgt uns unauffällig. Ja, also wir werden dieses Gebäude mal verlassen, denn beim letzten Mal hatten wir gesagt, dass wir ja, Richtung Süden gehen wollten, wo angeblich, was hat es Scully noch gesagt, die Zwillinge wohnen, ne, bei dem Trailer. Ich glaube, das soll ein Campingplatz oder sowas gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Was ich auch mal kurz erwähnen muss, liebe Freunde, ist, dass mir dann im Nachhinein, nachdem ich die letzte Session beendet habe, eingefallen ist, dass ich ein Idiot bin. Das heißt, nein, das ist mir nicht eingefallen, das kann man erkennen. Passt mal auf, hier bin ich auch falsch. Wo ist das Menü auf Select? Ja, genau. Ich habe mich doch die ganze Zeit gefragt, warum kann ich denn diese Mollys nicht benutzen? Hoffentlich finde ich irgendwann mal Verbände. Ja, und was haben wir hier oben? Achtmal. Da, sind doch Verbände. Ich bin ein Held, ne? Ich bin wirklich ein Held. Ja, und das klappt natürlich. Das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt haben wir auch einen Molly da. Er steht sogar Molotov Cocktail dran. Ach Gott. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Jetzt haben wir schon drei. Wir haben große Mollys, kleine Mollys. Und, wo ist denn der... Ach, da ist man hier. Das passt genau. Es geht genau auf. So, und jetzt haben wir auch Molotov-Cocktails. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das ist mir letztes Mal dann doch noch selbst eingefallen. Ich bin begeistert. So, wir haben immer noch den Schlüssel zum Twins-Trailer. Und wir haben diesen Master-PO-Box-Key. Der war ja von der Bank, bin ich der Meinung. Von der Bank, von der Post. Ein paar Notizen haben wir noch. Wir haben den Türöffner. Die Akte vom Sheriff. Ja, eigentlich haben wir jetzt so den aktuellen Stand. Die rüsten wir wieder aus. Okay. Gut. Dann denke ich, sollten wir jetzt mal rückwärts gehen. Beziehungsweise da lang, ne? Ich bin gerade verwirrt. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Es tut mir leid. Falscher Knopf. Wo ist denn die Karte? Ach, R1. Okay. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Es ist schon wieder eine Woche her. Da sind wir. Und da unten in den Süden wollen wir. Ich müsste jetzt praktisch runtergehen. Also so, da sind wir gerade rausgekommen und dann müssen wir uns rechts halten. Also bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg, wenn ich hier lang gehe. Ach, wir können auch direkt... Ah, ich habe gerade einen Schnellknopf gefunden, wie wir schnell auf die Karte kommen. Das ist doch schon mal was. So, ich bin der Meinung, wir müssen jetzt hier runter, oder? Ich gucke nochmal auf die Karte zur Sicherheit. Wir gehen genau in die falsche Richtung. Okay. Dann will ich natürlich da lang. Wir wollen nochmal an den Anfang, wo praktisch alles anfing. Wobei, hier bin ich doch immer noch falsch. Ich gehe aber noch in die falsche Richtung. Ich bin leicht verwirrt, aber das ist normal bei mir. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung. Und wir sollten euch unsere Waffe ausrüsten, denke ich. Das ist nicht unsere Waffe. Das ist unsere Waffe. Okay. Die Kamera lässt sich ja nicht drehen. Ich gehe einfach jetzt mal in Richtung dieser Kamera. So. Und eigentlich... Genau, hier ging es los. Und ich dachte, wir könnten hier in den Süden. Hat doch Scully gesagt, dass wir hier lang können, oder nicht? Bin ich jetzt verwirrt. Da, genau. Ich dachte, da könnten wir jetzt runter. Können wir aber anscheinend nicht. Oder kann ich hier rein? Ah, meine ich doch. Wir müssen doch irgendwie hier lang können. Sehr gut. Und dann sollten wir vielleicht endlich mal den Trailer der Zwillinge finden. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Da hängt was im Fenster. Open. We'll be back in 5 minutes. Okay. Ich glaube, das ist eher weniger, aber okay. So, was haben wir da alles hier schönes? Bretter, Häuser, Bretter. Gibt der was im Weg? Mal gucken. Aber es gibt immerhin die Möglichkeit, dass extra so ein kleiner Bereich hier animiert wird. Das muss doch einen Sinn haben, oder? Vielleicht später noch. Na gut. Also da. Oha. Das scheint ein richtig schönes Motel zu sein. Okay, gucken wir uns erstmal draußen um. Bevor wir jetzt ins Innere des Gebäudes gehen. Gibt es hier hinten was? Irgendwie mag ich die Kameraperspektive immer noch nicht so ganz, aber da werden wir uns wohl und übel dran gewöhnen müssen. Diese Schwenker, die man... Oh, da könnte theoretisch auch rein. Wir hören einen
Telefon bzw. das Gesetzsignal oder nee, also das Geräusch, was auftaucht, wenn man praktisch einen Hörer von der Gabel nimmt und nicht wählt. Also ein Freizeichen ist es ja auch nicht. Was ist das überhaupt? Ist doch eigentlich ein Besetzzeichen, ne? Irgendwie sowas. Gut, also hier scheint nichts weiter zu sein. Dann gehen wir mal von Anfang an hier vor und in die erste Tür, die uns über den Weg kommt. Und das ist die... Oh Gott, diese Kamera. Die Office-Tür. Und die ist direkt mal offen. Deswegen heißt es ja auch Office. Das ist übrigens eine der beliebtesten Lampen anscheinend, die überhaupt verwendet werden. Gottes Willen. Hat mein Vater auch auf dem Schreibtisch. Diese mit diesem grünen Lampenschirm, diese Schreibtischlampen, die überall, müsst ihr darauf achten, in sämtlichen amerikanischen Filmen und so tauchen diese Lampen auf. Das ist echt Wahnsinn. Und ich möchte einfach mal abspeichern. Ich habe das X nämlich schon erkannt. Ja, ja. Und wir überschreiben mal den alten Speicherstand hier oben. Und dann wollen wir mal frisch in die neue Session einsteigen. Das ist doch schön, dass du es erfolgreich geschafft hast. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch schon wieder das Telefon gebraucht. Hier liegen jede Menge Zettel auf dem Sofa, aber nichts anscheinend für uns. Das ist auch nichts. Bevor wir die Tür da öffnen, geht nochmal hier hinter. The light for room 6 is on. Okay. Ja, ich kann's sehen. Okay, also sollten wir vielleicht mal Hotelzimmer 6... Hotelzimmer, Motel. Ist eigentlich ein Motel, würde ich sagen. Oh, was liegt... Ach, das ist das Telefon. Ich dachte, wir sind auf der Erde. Okay, hier ist noch ein Aktenschrank. Ich finde es echt gut, dass man, wenn man näher kommt, ist das Läutersgeräusch. Ne? Ja, und wenn ich hinten in die Ecke gehe, praktisch hört man gar nichts mehr. So, was ist mit dieser... Die wird sich nicht öffnen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Scully hängt am Tresen fest. Ja, gut. Okay, dann gehen wir mal nach und nach die Räume ab. Hier scheint so nichts mehr zu sein. Was war das? War da was? Moment mal. Habe ich das verpasst? Ach Mensch, diese Kamera. Ist hier jetzt gerade was passiert? Weil auf einmal diese Schockmomentmusik kam, dachte ich. Ich dachte, hier wäre was passiert. Aber ist anscheinend nicht. So, das ist irgendwie so ein Süßigkeitenautomat, oder? Oh, ist aber nichts los. Won't open. Das wird wahrscheinlich 1 sein. Wahrscheinlich ist nur Zimmer 6 auf. Die Musik macht mich gerade kirre. Aha, Zimmer 6. Bin mal gespannt. Oh, Blut. Oha. Geile Kameraperspektive. Nachladen wollte ich. Wie geht das? Ja, sehr gut. Waffe. Ach, guck mal an. Wenn wir die Waffe ausrüsten, tritt Scully automatisch mit aus. Das finde ich geil. Okay. Der hat aber sonst nichts bei sich. Mhm. Da ist noch ein Schrank oder sowas in der Art. Da ist noch eine Tür. Wow. Hier ist aber irgendwas passiert. Das Bett war... Oh, okay. Hier ist definitiv was passiert. Ich kann aber die Leiche auch nicht anwählen. Diese Musik, ey. Telefon. Oh, Bandagen haben wir noch hier gekriegt. Das ist doch schön. Aber ich kann das Telefon anscheinend nicht wirklich gut anwählen. Mal irgendwas gucken. Ich habe jetzt noch wieder Benzin und wir haben auch noch Bandagen, aber leider keine Flaschen mehr, ne? Ich bräuchte noch leere Flaschen. Ach so, das sind aber jetzt Bandagen für Heilung, wie es aussieht. Okay. Ich dachte, das wären jetzt noch weitere für Mollys. Ja, was hat uns denn der Raum jetzt gebracht im Endeffekt? Nicht wirklich viel, oder? Okay. Ist hier sonst gar nichts? Ich sehe auch nicht, ob es da weitergeht, um ehrlich zu sein, aber anscheinend nicht. Na gut. Dann ist hier anscheinend weiter nichts. Ich habe jetzt von Raum 6 mehr erwartet, muss ich sagen. Na gut. Ich dachte, da schlägt was gegen die Tür, aber... Nee, doch nicht. Die wird sich nicht öffnen. Das ist ja interessant. Okay.
Ja, aber wir sind jetzt hier nicht wirklich weitergekommen, ne? Das ist halt noch die Frage. Können wir auch nicht öffnen. War das jetzt alles? Ich glaube das ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Können wir hier noch was? Hier ist ja auch noch eine Art Haus. Das ist eine Art Haus, hier ist ein Haus. Aber keine wirkliche Tür. Das ist schon sehr merkwürdig. Wir haben jetzt hier nicht wirklich viel erreicht, ne? Gar nichts eigentlich. Aber muss doch was geben hier, oder? Da oben sind auch noch so viele Türen. Kommen wir irgendwie noch nach oben? Ist hier eine Leiter oder eine Treppe? Die ich jetzt vielleicht übersehen habe? Da können wir nicht rein. Hier können wir auch nicht lang. Das ist ein Ding. Dieses... Warte mal. The light for room 6 is on. Aber hier ist sonst nichts. Ich muss da nochmal reingucken. Mittlerweile ist es ja echt so bei mir, man muss alles zweimal angucken. Ich finde das schon gerade ein bisschen merkwürdig. Hier muss doch da irgendwas sein. Ein Bett oder irgendwas. Der Koffer zum Beispiel. Aber hier wird nichts angezeigt. Gar nichts. Finde ich schon ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Und hier ist nichts weiter, ne? Ne. Das ist schon merkwürdig. Und hier am Telefon kann ich auch nichts machen. Ne. Sagt denn die Karte irgendwas zu diesem Bereich hier? Ja, Hansons Hotel. Motel, ja. Sonst müssten wir doch nochmal die Straßen weiter ablaufen und gucken, ob wir da was finden. Also hier finde ich definitiv nichts. Okay, dann ist das so. Erstmal ist hier Schicht im Schacht. Wir gucken mal weiter. Upsala. Dann verlassen wir das Gebiet wieder. Und gehen die Straße noch etwas weiter. Vielleicht kommen wir noch mal links auf einen anderen Park. Da war ja noch was eingezeichnet auf der Karte. Vielleicht ist das hier gar nicht der Park, oder ja, von dem Scully geredet hat. Denn da links könnten wir vielleicht noch mal abbiegen. Ne? Scheint ja auch was zu sein hier. Ja, ja. Ja, hier ist auch offen. Da ist Skyland Trailer Park. Aha! Sehr interessant. Dann wollen wir doch hier mal genauer gucken. Da könnte ich mir schon eher vorstellen, dass wir da den Trailer finden im Trailerpark. Ja, mal schön einen Schluck trinken. Okay. Da geht's also runter. Und hier oben. Okay, wir müssen anscheinend runter. Oben geht's nicht weiter. So, das ist ein Trailer hier auf jeden Fall. Und hier links ist eine normale Hütte. Mal gucken, ob wir in die Hütten auch rein können. Ich denke aber eher nicht. Wow. Er hat natürlich wieder nichts bei sich. Wahrscheinlich dürfen wir nur in einen Trailer betreten, damit hat sich's dann. Und hier ist ja noch eine kleine Hütte. Hier ist auch ein Trailer. Auch ein Trailer. So viele Trailer. Und hier ist zum Beispiel einer. Hast du was für mich? Sag mal, die Leichen haben alle nichts mehr. Kann ja wohl nicht sein. Door is locked. Dann versuchen wir doch mal unseren Schlüssel. Der klappt. Nee, kann nicht. Das ist ein Hund! Hund. The gate won't budge, okay. Ich will dich eigentlich auch nicht befreien, wenn ich hier bin. Hier ist noch ein Trailer. Oh, mir gefällt die Atmosphäre hier gerade wieder richtig genial. Das ist so schön gemacht. Herrlich. Aha!
Das war unser richtiger Trailer. Okay. Dann wollen wir mal reingucken.